Gestern lag der Fokus auf Jerome Powell bei seiner Anhörung vor dem US-Senat. Heute liegt der Fokus auf die US-Inflation und man fürchtet eine brutale Zahl, zumindest das Weiße Haus fürchtet eine Zahl, die, naja, schon ein bisschen unangenehm hoch ist. Warum fürchtet man das? Weil Inflation das große Problem oder eines der ganz großen Probleme der Biden-Administration ist. Die Amerikaner erleiden Kaufkraftverluste, weil die Dinge schneller teurer werden, als die Löhne steigen. Das sorgt für schlechte Laune und trifft vor allem diejenigen, die keine Reserven haben, die von Paycheck zu Paycheck leben. Und das ist ein echtes Problem, ein politisches Problem, ein ökonomisches Problem. Und dementsprechend wird man heute mit Argusaugen auf diese Zahl gucken. Gestern aber Erleichterung an den Märkten. Warum? Naja, so genau kann man es nicht sagen, denn Jerome Powell hat eigentlich ziemlich genau das gesagt, was im FOMC-Protokoll schon zu lesen war und was dann in der Vorwoche die Märkte ziemlich geschockt hatte. Aber er sagte, naja, wir könnten später im Jahr dann vielleicht die Bilanzsumme reduzieren. Also der Markt wollte etwas Positives hören. Man könnte das positiv deuten, wenn man es unbedingt will, in Sachen, naja, so ganz eilig haben sie es vielleicht doch nicht bei der Fed mit der Bilanzreduzierung, aber naja, es ist schlichtweg eben noch eine Gegenbewegung gegen den überverkauften Zustand gewesen. Jetzt sind wir schon teilweise wieder übererkauft, also das wird ein schwierigeres Unterfangen heute vor den US-Daten, da dürfte Nervosität reinkommen. JP Morgan sagt, ja, also es ist schwer zu sagen, was das gestern eigentlich gewesen ist. War das eine Short-Covering-Rally? Ja, wir sehen, dass vor allem stark geschortete Aktien deutlich gestiegen sind. War es eine Relief-Rally, eine Erleichterungs-Rally, vielleicht auch das, oder haben wir eine Pause in dieser Rotation von Growth in Value gesehen? Auch möglich, weil der Nasdaq gestern mit den deutlichsten Gewinnen 1,4%, Dow Jones nur 0,5%, S&P 0,9%. Und wir sehen in den Sektoren Energie wieder deutlich gestiegen, nachdem der Ölpreis ja über 81 Dollar gestiegen ist im WTI-Öl. Wir sehen Technologie stark und wir sehen die defensiven Sektoren Consumer Staples, Real Estate und Utilities, die gestern am schwächsten performt haben, die einzigen Sektoren, die im Minus waren. Also so eine Art, lass uns das Jahr 2021 spielen, Rally, wenn man so will. Wir haben aber nicht mehr das Jahr 2021. Brickfire hat hier mal wunderbar einen Marktkommentar gestern Abend gegeben. Aktien an die Fed. Ich glaube nicht, dass du dreimal die Zinsen anheben wirst und die Geldpolitik durch Quantitative Tightening straffen wird. Und dann sagt die Fed, ja, also wenn du nicht tiefer gehst, nämlich wenn die Aktienmärkte nicht tiefer gehen, dann werden wir das tun. Und was wirst du aber tun, wenn wir jetzt schon tiefer gehen? Ja, also wenn ihr jetzt schon tiefer geht, dann werden wir es wahrscheinlich nicht machen. Dann die Aktien an die Fed. Ja, warum sollen wir dann jetzt tiefer gehen? Also das bringt so ein bisschen die ganze Geschichte auf den Punkt. Wir haben gestern gesehen, dass die Wahrscheinlichkeit, Market Implied Probability of Rate Hikes, sogar gestiegen sind. Also die Märkte rechnen mit eher mehr Zinsanhebungen nach der Anhörung von Powell als mit weniger. Dennoch sind die Aktienmärkte sehr gut gelaufen. Wir sehen dieses Auseinanderklaffen zwischen den Zinserwartungen und dem S&P 500. Die Frage ist nur, und das ist die Frage, die Sie stellen, wie weit ist der Fed-Put unter dem Hintern der Märkte? Wie weit ist also das Sicherheitsnetz entfernt? Wie viel müssten die Aktienmärkte fallen, dass die Fed sich es vielleicht anders überlegt? Gestern dann ein wunderbarer Tweet von Federal Reserve, also von der Fed. Das ist ein Fake-Account, always buy the dip, you fucking idiots. Also, und wir sehen, da ist der Dip dann wunderbar gekauft worden, der S&P 500. Doch ziemlich deutlich nach oben, der Nasdaq über 600 Punkte jetzt von seinem Tief entfernt. Aber wie gesagt, vor den heutigen Verbraucherpreisen, die um 14.30 Uhr kommen, dürfte ein bisschen Nervosität reinkommen. Die Erwartung 7,0%, letzte Zahl war 6,8%. Die Erwartung des Marktes jetzt derzeit, dass die Fed viermal die Zinsen anheben wird und ab Juli dann die Bilanzsumme reduzieren wird. Das zumindest sagen unsere Freunde von Goldman Sachs. Das ist die Standarderwartung heute vor den Daten, sagt das Weiße Haus oder ein höherrangiger
Weißer Haus-Mitarbeiter, ja, also diese Gebrauchtwagenpreise sind weiter nach oben gegangen, aber die Energiekosten könnten ein bisschen nach unten gegangen sein. Naja, schauen wir mal hier. Dieser Bericht auf Axios, das Weiße Haus, Braces for Brutal Inflation Report. Man erwartet also noch eine hohe Inflation im ersten Quartal, aber dann stückweise zurückgehen auf deutlich unter 3% zum Ende des Jahres. Mal sehen, ob das wirklich passieren wird. Immerhin, das Weiße Haus ist vorsichtig genug zu sagen, die Zahlen jetzt im Dezember, die also heute berichtet werden, das wird nicht zwangsläufig der Hochpunkt sein. Man legt sich da also nicht fest, lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster. Das hat man ja in Sachen Biden und Janet Yellen vorher schon gemacht. Beide haben gesagt, oh, die Inflation ist temporary, ist vorübergehend. Etwa Janet Yellen hat gesagt, also die Inflation dürfte so durchschnittlich 3% sein im Jahr 2021. Pustekuchen, es ist natürlich ganz anders gekommen. Und wenn man erstmal ein Problem negiert, dann das Problem nicht mehr negieren kann, dann muss man Schuldige suchen. Und so hat die Biden-Administration Schuldige gesucht. So zum Beispiel der Präsident selbst, der gesagt hat, ja, also vor allem solche Firmen, die Fleischverpackungen, Gas Companies, andere Firmen, die hätten sich praktisch hier bereichert, die hätten die Preise angehoben, um sich zu bereichern, wenn die Wahrheit nur so einfach wäre. Darauf weisen auch einige Ratgeber, ökonomische Ratgeber des Weißen Hauses hin, die sagen, nein, so einfach ist das nicht. Das ist einfach ein Kostendruck, ein Dominoeffekt durch Kostendrucksituationen, der hier weitergegeben wird. Also da ist ein Kampf auch hinter den Kulissen in Sachen Beratung. Die einen sagen, ja, ja, die sind schuld. Die anderen sagen, naja, so einfach ist das Spiel nicht. Aber wir sehen, wie stark das Problem für die politische regierende demokratische Partei derzeit ist. Und wenn du ein Problem hast, dann musst du es lösen. Wie löst du das Problem? Indem du die Statistik veränderst. Wie veränderst du die Statistik? Indem du die Berechnungsmethoden veränderst. Genau das passiert jetzt. Wir haben heute ja die Daten aus dem Dezember, was die Verbraucherpreise betrifft. Ab nächsten Monat wird eine neue Berechnung angestellt, wie das Bureau of Labor Statistics vor einigen Wochen ja schon verkündet hat. Da wird man sich sehr stark darauf fokussieren, was die Konsumenten im Jahr 2019 und 2020 gekauft haben. Dadurch dürfte wahrscheinlich dann die offizielle Inflationsrate ein bisschen fallen und das wäre auch ganz gut, denn die Heizungskosten sind 30% gestiegen zum Vorjahr. Natural Gas 43%, Propangas 54%, Mieten 12%, Hauspreise 18%, Lumber, also Holz, Bauholz 40% und so weiter und so fort. Und jetzt auch die Spritpreise in den USA jetzt auf dem höchsten Stand seit dem 16. November aktuell. Eben weil der Ölpreis wieder deutlich nach oben geht. Und all das bei einer Inflation also wahrscheinlich heute von 7,0%, wenn die Zahl so reinkommt wie erwartet, nach der sogenannten Taylor Rule, die versucht, einen objektiven Zins für eine ökonomische Situation zu erfassen, nämlich Inflation, Arbeitslosenquote etc. mit einzubeziehen, dann müsste der offizielle Leitzins etwa bei 8,8% sein. Wir sind ganz knapp drunter derzeit, aber nicht viel. Jetzt, als das letzte Mal die Inflation bei 7% war, da war nämlich damals der Leitzins bei 11,5%, da sind wir auch nur ganz knapp drunter. So knapp, dass Jeff Gundlach sagt, der Bond-Guru, also die Fed wird vielleicht die Zinsen bis auf 1,5% anheben, aber dann ist Ende im Gelände, eben weil die Verschuldung so massiv ist und 1% Zinsanhebung wäre bei einer Verschuldung der USA, Haushalte, Privatpersonen und Staat von 80 Billionen Dollar ebenso um und bei mal 800 Milliarden Dollar, die da anfallen würden. Und das wäre bis teuer auf Dauer. Also das wird schwierig und gucken wir uns jetzt mal an. Das letzte Mal, als wir eine Inflation von 7% hatten, da war der S&P 500 bei 100 Punkten. Jetzt sind wir knapp drüber. Die Fed Funds waren bei 10%, die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe war bei 15%. Aktuell sind wir ganz knapp drunter und das chinesische BIP war etwa 1,5% dessen, was es heute ist. Also das ist schon ein bisschen her, aber wir sehen, wie krass die Dinge hier sich verändert haben, wie die Dimensionen sich verschoben haben. Und darauf weist auch Jeff Gundlach
jener vorhin schon angesprochene Bond King hin, der mal vergleicht die Lohnentwicklung, Wage Growth, mit den Leitzinsen in den USA. Und das war lange Zeit ein Parallellaufen. Dieses Parallellaufen ist dann seit der Finanzkrise aufgehoben. Das ist sozusagen der Zeitpunkt, an dem die Dinge aus dem Ruder gelaufen sind, als die Notenbanken praktisch diese Wohlstandsillusion, die mit der Finanzkrise, mit dem Platzen der Immobilienblase in den USA eigentlich schon zerstört war, nochmal aufrechterhalten konnten. Dementsprechend sehen wir diese verzweifelten Rettungsversuche der Notenbanken gegen die Realität. Jetzt ist die Realität in Gestalt der Inflation so mächtig geworden, dass man etwas tun muss. Und jetzt versuchen muss, die Dinge irgendwie wieder aufs Gleis zu bringen. Wenn wir jetzt mal zu den Märkten zurückkommen, meine Damen und Herren, dann sehen wir, dieser Januar, der ist am Anfang schwierig, dann könnte es hoch, runter, seitwärts gehen, bis sie schwierig. Wir sehen dann ab Ende Februar meistens eine Rallye mit der US-Berichtssaison. Mal sehen, wie die Unternehmen die stark gestiegenen Kosten in den USA verarbeitet haben. Dennoch, trotz der gestrigen Rallye im Nasdaq etwa, wir sind ja gar nicht so weit vom Allzeithoch entfernt im Tech-Index, sind nur 34% der Aktien, also etwa ein Drittel der Nasdaq-Aktien über ihrer 200-Tages-Linie. Also im Aufwärtstrend, wenn man so will, nach wie vor also ganz miserable Marktbreite. Und das zeigt sich auch hier bei dem sogenannten Value Line Geometric Index. Das ist praktisch der S&P 500, wo alle Aktien gleichgewichtet sind. Da wären wir jetzt auf dem Stand praktisch von März 2021, also vor knapp einem Jahr. Damals war der offizielle S&P, also der marktgewichtete S&P 500, bei 3.975 Punkten. Wir sehen also, die Dickfische sind es, die jetzt diesen Unterschied von ja, gut 700 Punkten ausmachen im S&P 500. Das sind immerhin ja, über 15%. Nicht schlecht. Insgesamt sind wir jetzt aber in einem wahrscheinlich sehr schwierigen Jahr für die Aktienmärkte. Nicht nur, weil die Fed jetzt eben auf die Bremse treten muss, sondern weil diese Midterm Election Years, also diese Jahre, wo Zwischenwahlen stattfinden in den USA, schwierige Jahre sind. Da sehen wir immer eine verstärkte Nervosität an den Märkten. Durchschnittlich sind Pullbacks, also Rücksetzer, bei 17,1%, das ist deutlich mehr als in anderen, als in den drei anderen Jahren, also in den Nicht-Midterm-Election-Jahren. Danach, im nächsten Jahr, geht es normalerweise dann aber ziemlich deutlich nach oben. Also vielleicht ein schwieriges 2022 und dann ein umso besseres 2023. Das kann durchaus sein, aber dieses Jahr dürfte ruppig werden, eben Midterm Elections, also diese politische Unsicherheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Aktionen der Fed, die gestern sich in Gestalt von Jerome Powell ja auch äußern mussten, wegen diesem Insider-Trading durch die Fed-Mitglieder. Clarida, Fed-Vize, ist ja jetzt frühzeitig zurückgetreten, wahrscheinlich wegen seiner Positionierungen, die er da gemacht hat. Auch eine Nancy Pelosi, also die US-Demokratin, ja ziemlich dick investiert, ist also durchaus nicht interessiert, dass die Aktienmärkte fallen. Also diese Verquickung von Fed-Interessen, die selber Positionen im Markt haben, Politiker, die selber Positionen im Markt haben, Nancy Pelosi mit 11 Positionen, 9 davon im Plus, davon eine Tesla mit 60%, Nvidia, Apple, also ziemlich so die klassischen, Microsoft hat sie dabei, Google hat sie dabei, Amazon dabei. Also da ist dieses klassische Tech-Investing, das so viele Amerikaner wahrscheinlich gemacht haben und was sich ja durchaus gelohnt hat, was aber in diesem Jahr etwas schwieriger werden könnte. Wie geht es weiter mit China? Hier sehen wir in Sachen Inflation zumindest, dass die Daten heute etwas unter der Erwartung waren. Verbraucherpreise 1,5%, Erzeugerpreise plus 10,3%, beides etwas niedriger, aber wir sehen diese massive Spanne, diese massive Kluft zwischen Erzeugerpreisen und Verbraucherpreisen, also Schwierigkeiten für die Unternehmen, zumal jetzt wieder neue Fälle, neue Lockdowns der Fall sind in der Henan-Provinz. 166 Fälle sind gemeldet worden und das Ganze heißt jetzt nicht mehr Zero-Covid-Policy, die man betreibt in China, sondern Dynamic Clearing. Also das ist in der Sache dasselbe, aber du hast einen anderen Namen jetzt unmittelbar vor den Olympischen Winterspielen. Und was kann man tun, damit die Leute sich impfen lassen, apropos Corona? Quebec hat es vorgemacht, diese kanadische Provinz, die verbietet Bier und Marihuana für Ungeimpfte. Und meine Prognose wäre, meine Damen und Herren, würden wir das auch machen, hätten wir sofort eine Impfquote von 100%. Nein,
Das ist klar. Also das wäre vielleicht einmal zu überlegen. Ich überlege, ob ich das Herrn Lauterbach direkt mitteile. Verbietest du den? Also wer Bier und Marihuana kaufen will, gleich nur noch mit Impfbescheinigung. Ne? Boostern. Sonst nichts rauchen und nichts saufen. Ne? Das wäre wirklich der Weg, der erfolgreiche, leicht unkonventionelle Weg wahrscheinlich in Sachen Impfung. Schauen wir uns abschließend noch einen Tipp an, den Ihnen vielleicht Rüdiger Born geben kann, der sich gestern Abend mal Dow Jones, Nasdaq und S&P genauer angeschaut hat. Was ist da zu erwarten? Wie ist eigentlich die Ausgangslage jetzt mit und in dieser Rallye, die stattgefunden hat? Geht das so weiter? Geht es nicht so weiter? Das möchte ich Ihnen noch als Tipp geben, wenn Sie sich für die Aktienmärkte interessieren. Unter dem Video verlinkt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie 14:30 die Daten ausfallen. Schauen Sie da rein bei Finanzmarktwelt. Da dürfte wirklich Marktbewegung sein. Ich sag Servus und Ciao.